Moin Moin und willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play, also wieder ein Kurz-Let's Play. Eine Schnupper doch mal rein, wo ihr gesagt, ich habe ja mehrere davon am Laufen. Ich bin ein Freund von diesen angezockten, angespielt Videos, mich halt über ein Spiel zu informieren. Nur meistens sind mir die zu kurz, darum mache ich hier selber etwas längere Versionen. Die gehen ja meistens so bis zu einer Stunde, die man irgendwo findet. Und ich hätte gern ein bisschen mehr Informationen, darum habe ich mich auch immer dazu entschieden, hier etwas längere zu machen. Und die gehen dann halt bei mir über mehrere Folgen, ist dann halt ein Kurz-Let's Play. So, dieses Spiel hatte ich gefunden auf Steam, das hat mir auch der Looter am selben Tag oder beziehungsweise einen Tag später auch empfohlen. Ich mag ja Koloniespiele, wo man einfach hin Planet, Kolonien aufbauen, das Ganze am Laufen halten und so weiter. Deswegen war ich auch begeistert, als ich dieses hier am Anfang gesehen habe. Ich habe es schon gespielt, sogar mehr oder weniger durchgespielt, zumindest den ersten Part. Und ich muss sagen, ich bin nicht wirklich vom begeistert. Ich finde es jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich finde es auch nicht gut. Die Sache ist, es ist ein Early Access Titel, kann man noch nicht viel erwarten. Ich hoffe einfach, dass sich da einiges noch bessern wird. Gibt es zur Zeit bei Steam für 14 Euro als Standardpreis, ist nicht runtergesetzt. Ich überlege gerade, ich habe das, glaube ich, gekauft am Anfang, als es 10% günstiger war, als es gerade aus dem Greenlight rauskam. Ich glaube, es war Greenlight vorher drin, wie fast alles andere auch. Habe ich da mal zugeschlagen, weil die Bilder und die Videos mir wirklich gefielen. Es hat wirklich, wirklich schöne Ansätze, muss ich sagen, aber diverse Mankos. Also wir starten hier einfach mal ein neues Spiel. Ja, meinen alten Progress, den wollen wir hier aufgeben. Und dann piep, 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 genau. Gucken wir mal rein, ne? Das ging noch ein bisschen anders, ne? Hier so, scroll rein, scroll raus. Welcome to Mars. My name is Sinclair and I am your personal AI assistant. Nice to meet you. Ja, ist nicht so schön, dich zu treffen, weil der nervt nämlich die ganze Zeit. Ich nenne ihn auch nicht Sinclair, sondern Hugo. Das ist Hugo, die Nervensäge. Your mission is to build and maintain the first human colony on Mars. Before we begin, let's go over some basics. Muss ich das jetzt wirklich nochmal machen? Ich gucke mal eben hier nach, ob ich irgendwie Tutorial abschalten kann oder so. Toggle Image Effects. Du willst mich doch jetzt veräppeln, oder? Ja, vorwärts, rein, aus, hier so, oh, da haben wir. Okay, wir sollen Colony One landen. Das ist unsere Startkapsel hier. Mir persönlich, muss ich ganz sagen, ist ein gewaltiger Dorn im Auge dieser Stern. Der ist ja nicht wirklich schlimm an sich, ne? Aber das ist der Levelfortschritt dieser Stern. Die Aufmachung lässt mich leider vermuten, dass das Spiel eigentlich ein Spiel für ein Tablet ist. Also ein Mobile-Spiel. Ein paar Sachen da drin sind auch so. Das hätte man wegmachen sollen als PC-Version. Wenn ich einen PC habe, will ich hier kein Spiel haben, bei dem ich das Gefühl habe, das Ding könnte ich auch auf dem Tablet spielen. Das ist bla. Der PC ist deutlich leistungsfähiger, da kann man mehr rausholen. Es gibt ja auch ein paar Sachen, da merkt man dann auch, das ist da ein bisschen sehr einfach gestrickt. Ist wieder ein Spiel mit der Unity Engine, wie es ja so unglaublich viele in letzter Zeit gibt. Es muss wohl wirklich, wirklich einfach sein, damit irgendein Spiel zusammen zu tüdeln. Vielleicht sollte ich mir das auch mal angucken, dann brauche ich mir mal was, was ich gerne hätte. So, hier, Colony One. Da klatschen wir mal hin. Schön. Grafisch gesehen ist das Spiel okay. Ich würde mir sowas etwas detailreicher wünschen. However, landers are expensive and provide only a small amount of resources. So rigid structures will be a more permanent solution. Each structure can produce or use colony resources. Here you can view all colony resources. Before building any new structures, make sure that you have enough resources. Good resource management is the only way to make your colony grow. Let's build two inflatable habitats to expand the living space for our new colonists. Ja, Hugo nervt. Finde ich ja blöd, dass ich den nicht abschalten kann. Vielleicht hätte ich vorher im Menü irgendwas gucken sollen. Ja, kleine Rover, die fahren hier rum. Die fahren einfach bloß zu Deko-Zwecken, glaube ich, hier rum. Hier gibt es nachher viele Leute. Okay, die Astronauten zählen da nicht wirklich zu. Aber Fahrzeuge, die auch rumfahren, die, ja, ne, ob sie nun da sind oder nicht, vollkommen wurscht. So, hoch, jetzt habe ich vergessen, was ich denn machen soll. Was will Hugo denn?
Deploy 2 Habitats und 2 Power-Module. Ja. So, da klatschen wir das erste hin. Und hier kommt das... mit dem Patch wurde es geändert. Man kann jetzt andocken. Vorher hat man die einfach nebeneinander gesetzt und die haben nicht richtig angedockt. Man konnte die zwar so hinsetzen, dass es aussah, als ob sie andocken, aber sie haben es nicht getan. Das war dann auch ein bisschen unschön, möchte ich es mal nennen. So, das Solarmodul soll man setzen, ne? Hier sieht man auch, welches Level man benötigt und wie viel Geld das kostet. Ich weiß nicht, also den letzten Patch habe ich nicht mitbekommen, habe ich auch nicht angeguckt, was der nun geändert hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das Geld wird aus nichts generiert. Also Geldschwierigkeiten hat man eigentlich gar nicht. Sobald man hier mit den Habitats, können wir gleich Geld machen. Wenn das immer noch so ist, zeige ich gleich. Wenn die dann irgendwann mal fertig sind, 73%. Meine Basis, meine erste Basis, beziehungsweise ich habe nur eine Basis gemacht, aber die ist fast komplett draufgegangen, weil ich nicht wusste, wie ich die Wartung durchführe. Man kann die zwar anklicken, dann hat man hier unten so einen Wartungsbutton, dann kann man sagen, jo, hier reparieren, aber passiert nichts. Da habe ich dann später herausgefunden, dass man erstmal Astronauten ausbilden muss. Und die sorgen dann dafür, dass hier alles gewartet wird. Now we have enough room to unpack our bags. Colony now needs more electrical power. Place 2 solar power modules. So, die Dinger werden hier einfach nur hingeklatscht. Sind so Provisorien. Die sind später vollkommen unwichtig. Ich glaube, die können wir auch abreißen dann. Ich weiß das gar nicht mehr. Ist ein paar Wochen her. Alright, no more sitting in the dark. Specific buildings and modules can produce various items. Click on the build icon. That's it. Now go on and expand your colony. In case you have any difficulties, I will be glad to give you my assistance. Good luck. Auf der anderen Seite vom Mars ist irgendwas, was du mal dringend nachgucken musst. Kannst du nicht hinlatschen? Ja, die nächsten. I'm sure you've already met Sinclair. I am Lisa, the operations manager. My job is to help you tackle daily tasks. Also, let me introduce Mark to the team. Ja, genau. Oh, es geht immer weiter. Your research and development activities. Nice to meet you, Chief. Linus is an international organization with the goal of establishing interplanetary settlements. You are in charge of the Mars colony, and we are here to help. That's right, Chief. My daily downtime is only 45 minutes when I have to recharge my batteries. Chief, a colony always needs basic resources. Power, water, oxygen, and food. We already have solar power modules, and now we need other resources. Go ahead and land oxygen, water, and cargo modules. Roger. 10-4. Roger 10-4, das ist unser erster Techniker, der da rauskam. Da hinten spaziert er herum. Dann hauen wir gleich mal den nächsten hinterher. Davon brauchen wir nämlich ein paar. Ja, hier, hau ab. Oh. Ich warte eben kurz, ob er nochmal schnackt. Finde ich immer klasse bei Spielen, wenn man dauernd unterbrochen wird. So, die Habitats hier sind da. Damit können wir die ersten Sachen herstellen. Seeds. Antimony. Also Antigeld. Nee, da fehlt ein E, ne? Antimon. Und Corroded Scrap, also Rostmüll. Gummi. Ja, man sieht das hier. Plus 5 Dollar, plus 1 XP. 4 Dollar, 1 XP, 5 Dollar, 1 XP. Und 6 Dollar, 2 XP. Dann stellen wir nochmal Rubber her. Ne? Wir brauchen nichts, um Rubber herzustellen. Und wir stellen nochmal das daher. Wir brauchen nichts, um Corroded Scrap herzustellen. Das ist der Punkt, wo wir aus nichts Geld generieren. So, die beiden hier können schon mal anfangen, ein bisschen arbeiten. Leider gibt's... Oh doch, 10er Schritte. Haha, Shift-Taste. Yeah. Ich wollte gerade sagen, leider gibt's keinen Weg mehr. Ist ja auch egal. So, Achievements. Land Oxygen, Deploy Waterlander, Land Cargo Modul. So, Water Modul. Wir können aber ein Wassermodul. Achso, das können wir ja landen, ne? Dann kommen wir mal da hin. Land Cargo Modul. So, unser Frachtraum. Unser Frachtraum landen wir hier. Waterlander, Oxygen Modul. Alright, now I can finally take a
and shower. Ja, schön, Schätzchen, dass du jetzt eine Runde duschen kannst. Musst du mir aber nicht mitteilen. Great. Spam in a can is here. Chief, I think that now we can construct a modular habitat. That's right. A modular habitat that is a more spacious and rigid residential structure. Roger. 10-4. In other words, a luxurious house. Everything here is a luxury, starting with being in this world. Good, a breath of fresh air. Habt das? Okay, ja, hier konnte man das gerade schon sehen. Das modulare Habitat sollen wir setzen. Das dockt hier schon nicht mehr an. Das finde ich echt schade. Auch ärgerlich. So, hauen wir da mal hin. Ich hau auch gleich ein zweites hin. Muss ich nicht, tue ich aber. Das dockt aber wenigstens aneinander an. Schon mal schön. So, die beiden bieten uns 40 Leute. Oh, jetzt sind sie auch glücklich. Und da kommen wir da gleich dazu. Noch mehr Leute, also kriegen wir dann rein. Und andere Sachen können die bauen. Genau. Ja, die Hugos hier, die rennen immer herum. Hatte ich dann... Also, wollte gerade sagen. Hatte ich dann hier eine größere Basis, dann liefen die alle in der Kolonne. Da haben wir so 30 Leute, die dann so in der Kolonne laufen. Irgendwo explodieren die Gebäude, weil die... Ja, die haben da offensichtlich ihren Pfad gehabt. Ja, die zwei Punkte, die ich halt gelesen habe vom Patch, wie gesagt, vom Patch weiß ich eigentlich nichts, außer andocken soll jetzt gehen und die sollen ein besseres Pathfinding-System haben. Mal gucken, ob das hinhaut, ne? Mal gucken. Was haben wir denn da? Viele lustige Gebäude, bla und blub. Hotel. Ja, das zieht sich ein bisschen hin, bis sie ja fertig sind. Hier sieht man dann schon andere Leute, die rumlaufen. Die sind so, wie gesagt, zu Deko-Zwecken da. Da haben wir, glaube ich, jetzt schon einen zweiten Rover, der rumfährt. Dann fahren hier nachher dicke, also so kleine LKWs durch die Gegend. Die nerven dann auch nur, weil die immer da fahren, wo man gerade was bauen möchte. Aber, wenn das dann geändert wurde, zum Glück... Toll. Zum Glück setzt man einfach das Gebäude hin und schubst, wird er zur Seite geschoben. Okay, unser Lager ist voll. The solar farm links multiple solar panels with a high-capacity battery. Constructing a landing pad will make soft landings much easier. Roger. 10-4. Chief, let's build biosphere with hydroponics. We could grow our own food. Mhm, genau. Mark, base operations are my job. I was just trying to help. Maybe you forgot about building a biosphere. Right, because I only got this far on charm and my good looks. Hab das. Ja, also kann jeder sehen, wie er möchte. Also für mich hätte man sich die Quatschtüten hier durchaus sparen können. Ja, einfach ein Text, das hätte vollkommen ausgereicht. Ich finde die nervend. So, da haben wir Super Super und da haben wir Duper Ruper und Looper und Schnuper. Jetzt warten wir gemütlich ab, bis das Ding hier fertig ist. Ja, zu 78% ein Wartespiel. Ja, genau. So. Wir sollen ein Landing Pad machen. Das Landing Pad klatschen wir mal hier hinten hin. Oder auch nicht. Hier, da. Kann man sich schieben. Ja, wegschieben. Okay, genug gealbert. So. Ja, sobald das Ding da steht, können wir auch die ersten Ressourcen, die wir gesammelt haben, wegschicken und dann kriegen wir Geld dafür. Was eigentlich vollkommen Banane ist, denn man kriegt hier nachher ein Gebäude, da kann man das direkt an die Kolonisten verkaufen. Die brauchen offensichtlich ganz viel Gummi und Schrottmetall. Da, ja, unendlich wird es einem abgenommen. So, Entschuldigung, Näschen pudern. So, ich habe ja immer noch mit den Ausläufern meiner Erkältung zu kämpfen. Die nerven dann ein bisschen. Aber muss man durch. Was haben wir denn? Also, was hier steht, ist das, was man übrig hat. Danach kann man planen. Also, wir haben jetzt null Wasser, null Oxygen übrig. Da müsste man was nachbessern. Hydroponics, da wollen wir hin. 550, das Geld haben wir leider nicht.